Hallöchen Leute, ich bin's hier wieder mit den ups, jetzt bin ich raus hier. Mit dem neuen Let's Play und ihr seht schon mit endlich die Shader Mod, weil ich jetzt neue Grafikkarte habe. GeForce GT 520 2 Gigabyte. Darum, ja, das stört noch ein bisschen aus. Ein kleines bisschen. Im Vollbildmodus, also in Fenstermodus, Vollbildmodus, da stört das wirklich nicht, aber da nimmt deine Frames nicht mehr auf. Darum habe ich jetzt erstmal hier so ein bisschen kleiner gemacht. Also, ich habe meine eigene Welt jetzt. Und, ja, also, ich nehme nicht benutzte Welten. Ich fange eine eigene Welt an und die werde ich dann bearbeiten und bearbeiten. Ja, ich habe, glaube ich, schon mal was davon gehört, dass, Kronte seine Welt gar nicht selber gemacht hat. Der hat abgeguckt von, der hieß, der war bei YouTube auch Turbo Jerry, glaube ich. Der war da und, nee, Turbo Jerry, nee. Der war da und der hatte immer, ich habe mein Video angeguckt, das war schon eine Weile her, das ist glaube ich nicht mehr drin. Da hat der die Welt, das war 2008. Ja, da hat der Kronk seine Welt also aufgebaut. Der hatte 200 Folgen gestanden, glaube ich. Und der hatte dann nur ein paar Klicks und so. Und naja, ich werde erstmal die Zombies anstellen. Und damit es ein bisschen schwieriger wird, weil ich stelle sie noch nicht mehr. Das ist ein bisschen dann. Ich werde erstmal hier friedlich und dann werde ich jetzt erstmal hier so eine Bude bauen, so eine Bergputze und Bergputze nicht. Ich will nicht Kronk da machen, ich will meine eigene Welt irgendwo machen. Ja, einfach. Ja, und ihr erinnert euch bestimmt noch an die Folge. Das weiß ich nicht, dass da. Die war, glaube ich, das war so noch von vorne. Also die war nicht alt. Also die war ja alt. Da sagte Kronk, er will seine LP-Welt hochladen. Und was ist geschehen? Nisch. Aber naja. Ich bin ja auch nicht hier so ein Lügner, also eigentlich, wenn man hier mal richtig hinguckt, sieht also mit die Shader mit geil richtig geil aus, aber trotzdem noch ein bisschen zu hell. Ja, eigentlich, wenn ich hier jetzt in den Wald drin gehe, ist es dann schon dunkel. Ja, so, dann wollen wir erstmal anfangen, das Ganze. Ich brauche erstmal Fackeln, das ist aber das Wichtigste, das soll ich alles wegwerfen. Und ja, ich werde jetzt schon die Videos länger machen, da werde ich sie mit dem Konverter konvertieren, weil wenn ich sie so lade, dann dauert es ewig. Darum konvertiere ich die, dann haben sie schon 6 Megabyte, die Videos, obwohl sie schon zu Minuten gehen. Aber naja, so, und hier haben wir schon so einen Sandsteine, die werden wir noch abbauen irgendwann, wie hart sind die, und das muss man nämlich mit. Moment mal, ich werde jetzt erstmal ganz schnell, bevor ich hier überhaupt was mache, werde ich erstmal, ups, das ist nicht gut, so, werde ich erstmal super schnell, erstmal Crafting Table herstellen, damit ich erstmal hier Axt und überhaupt Müll craften kann. Ja, und dann werden wir schon sehen. Okay, ich stelle jetzt mal hier hin und dann wollen wir mal hier eins. Blub. Es ist zwar noch Holz, das ist ganz, sieht schnell kaputt. Aber trotzdem, das kann ich viel abreißen, ne? Ups. Nee, ja, doch. Ja, die Blumen bewegen sich ein bisschen hässlich, ne? Naja, so, ich werde erstmal jetzt hier mir abbauen. So, Sandsteine. Warte, zu was waren die? Die brauche ich glaube ich noch nicht, aber naja. So, ich werde nächste Mal in Kronks Welt spielen, originale Welt, ja. Aber, ups, na, wie komme ich hoch? Also, nicht mit, also, die wurden nachgebaut. Aber ich habe bei Mediaplay geguckt, oder was heißt die von? Meine Kumpels bei Skype, die haben gesagt, die haben Kronks originale Welt, also originale, sie haben so gesagt, bei Mediafire gefunden. Das hieß GR, also Gregor Onk, ich meine GO,
Träger und dann noch GO LPW, also ist das Let's Play Welt. Und das haben sie da gefunden, ja, und da da waren die ich habe die selbst ausprobiert, ich habe das runtergeladen. Und da waren echt, da waren 60 Ordner. Das waren verschiedene, also das waren Kronk seine, also 60 Ordner waren das und da waren Kronk seine Welten. Ich weiß auch nicht, ob das stimmt. Vielleicht haben die mich irgendwie verarscht oder irgendein anderer Fuzzi hat es da hochgeladen. Aber das, also, da war, da stand immer so, also bei Metafire, da stand dann, zum Beispiel jetzt Folge, wie soll ich sagen jetzt, Folge, also 10 bis 20, dann Folge 30 bis 100 und so, ja, ich weiß wirklich nicht, ob das wirklich Kronks Originalwelt war. Was ist denn das eigentlich? Lehm, ach Lehm. Oder das haben wir irgendwelche Idioten reingestellt. Das sind wir verarschen wollen. Naja, wir haben mal sehen. Ich bin jetzt hier in der Welt der Langeweile. Ich weiß wirklich nicht, was ich jetzt machen soll hier. Ja, das ist die Folge 6 jetzt, ja? Ja, die Folge 6. Ich bin noch kein YouTube-Partner, aber will ich ja nicht mehr. Mein Bruder aber. Aber da will ich mich gerade sehen. Scheiße, der heißt da, wie ist der jetzt? Ah, ist auch real. So, jetzt werden wir erstmal Sand, nee, Sand brauchen, doch, oder, nee, erstmal, ich brauche erstmal sehr viel, also, was heißt sehr viel, also, damit ich mir ein Mini-Haus bauen kann erstmal, Stein erstmal, Stein brauche ich, damit ich ja, wie gesagt, so, hier ist haben wir Stein. Oh. Und hier haben wir schon den ersten Fehler. Das liegt an meinem PC. Guck doch mal. Ach, scheiße. Das liegt nicht an meinem PC, das liegt irgendwie an. Ich habe irgendwas falsch installiert. Darum, wenn ich irgendwas kaputt habe, dann ist hier wieder. Sieht so geil aus, so eine Achterbahn. So. Aber naja, ja, eigentlich, Lava. Lava. Ich werde nächstes Mal die Sonic Unbelievable Shaders raushauen und die GLSL Shaders reinhauen. Das sind die das sieht so wie 3D aus, also ob die Tick schon richtig vorgucken, gucken sie aber nicht. Weil das sieht aus wie ob das keine Texturen mehr sind, aber es sind leider alle nur Texturen. Und ich sage jetzt hier tschüss.